Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir werden uns heute ein Thema anschauen, das immer wieder in Sitzungen aufkommt und was ich auch immer wieder höre, sowohl in meinem Umfeld privat, als auch natürlich dann von Klienten. Und zwar geht es darum, dass viele Leute das Gefühl haben, sehr eingespannt zu sein, sehr viel zu arbeiten und deshalb auch kaum zu Dingen zu kommen, die ihnen womöglich wichtig sind. Also der Arbeitsalltag, die Anforderungen der Arbeit und dann auch oft mal nötige Überstunden konsumieren so viel von der Lebensenergie, von den Kapazitäten, dass man eigentlich zu gar nichts anderem mehr kommt. Und deshalb ist das heutige Thema beschäftigt sein versus produktiv sein. Und ich möchte da gleich einmal ein Beispiel geben. Beschäftigung, sich beschäftigen mit etwas, kann man zum Beispiel, indem man YouTube schaut oder einfach soziale Medien durchscrollt, da beschäftigt man sich. Oder man schaut fern. Ist man deshalb produktiv? Nein. Aber die Zeit geht genauso weg. Und deshalb haben manche Leute angefangen, und ich habe das auch in Sitzungen, gerade bei jungen Menschen, die so einen Leistungsdruck aufbauen, die immer das Gefühl haben, sie müssen alles planen, dass sie ja keinen Leerlauf mehr haben. Da haben wir ein bisschen verlernt, in unserer aktiv männlichen Gesellschaft einfach mal der Ruhe, der Inspiration, der Stille zu vertrauen. Und dann auch natürlich wirklich aus uns heraus kreativ oder produktiv zu sein. Das heißt, es ist gar keine Frage der Quantität, wie viel arbeite ich, sondern der Qualität. Wie sehr kann ich konzentriert etwas machen? Wie sehr kann ich bei der Sache bleiben? Komme ich in einen gewissen Flow rein und kann dann die Dinge für mich weiter erledigen? Interessanterweise hat ja jeder das Gefühl, viel zu machen oder viel beschäftigt zu sein. Also ich habe noch keinen, also außer die Überproduktiven, die dann sagen, ich bekomme nichts weiter und ich habe das Gefühl, ich stecke fest, das ist das andere Extrem. Aber die kommen und sagen, ja, ich arbeite, die arbeiten immer eher, ich arbeite zu viel oder ich arbeite so viel. Und das so viel ist immer die Ausrede, dass man eigentlich zu den anderen Dingen, die einem wichtig wären, nicht kommt. Und bei der heutigen Übung, bei der heutigen Meditation möchte ich mal eben diese Beschäftigung, dieses Beschäftigtsein gegen Produktivität ein bisschen aufwiegen und dass man mehr ins Produktive kommt, auch für sich ins Kreative kommt und weg von dem einfach Beschäftigtsein. Denn die beschäftigsten Leute sind diejenigen, die am wenigsten ändern. Das ist immer so. Die am meisten herumhudeln, ändern immer am wenigsten. Das ist eine Faustregel. Also nimm dich selber bei der Nase, wenn du immer das Gefühl hast, selbst sehr eingespannt zu sein. Gut, dann starten wir jetzt einfach mal mit der Übung. Also schließ mal deine Augen. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und entspanne mal dein Alltagsstress, dein Alltagsdruck fließt von dir ab. So als würdest du unter einer Dusche stehen. Und die alten Energien von deinem Körper abwaschen. Fließt nun Stress, Druck aus deinem Körper ab. Und du spürst, dass du ruhiger und entspannter wirst.
Es ist jetzt in diesem Augenblick keine Frage, was für ein Potenzial du hast, was du alles tun könntest oder jetzt schaffen kannst, wo deine Talente liegen. Du bist die Spezialistin, du bist der Spezialist in deinem Leben. Aber wir brauchen jetzt diesen Anteil deines Lebens nicht. Und du kannst dir vorstellen, dass ein helltürkiser Anteil, eine helltürkise Spezialistenenergie in dir zur Ruhe kommt. Die Energie, der Anteil deines Handelns wird nun ruhig und entspannt sich. Und wenn sich dieser Anteil entspannt, sinkt diese türkise, hellblaue Energie über deine Wirbelsäule, ausgehend vom Hals, vom Nacken, immer tiefer hinunter und erdet sich in deinem Wurzelchakra. Und in dieser Erdung, in diesem Vorgang, spürst du, dass du dich mehr und mehr entspannst. Dieses türkise Licht fließt jetzt über dein Wurzelchakra in die Erde. Und es ist fast so, als würdest du deine Werkzeuge, deine Kompetenzen ablegen und in der Erde begraben. Du legst deine Werkzeuge, deine Instrumente in die Erde. Ob das jetzt mentale Fähigkeiten sind oder ganz praktische Fähigkeiten. Du legst alles ab. Und zurück bleibt eine ruhige Leere. Und diese Leere ist das, was übrig bleibt, wenn dich nichts auch zum Handeln motiviert, wenn du keine Fähigkeiten hast. Im Prinzip bist du wie eine Hülle. Und in diesem Zustand verweile jetzt mal, in diesem gedankenlosen, fast etwas tumben Zustand, in diesem, ich möchte fast sagen, uninspirierten, unbeseelten Zustand. Im Prinzip bist du wie ein Lehmklumpen, der geformt wurde. Wir werden jetzt diesen Lehmklumpen bearbeiten. Denn er wurde nicht nur im höchsten Licht, in der höchsten Inspiration geformt, sondern auch durchs Umfeld, durch die Gesellschaft, durch die Werbung, durch Medien, durch äußere Einflüsse.
Und diese Beeindruckungen, diese Manipulationen erlaubst du nun, dass aus deinem Lehmklumpen gelöst werden. Und das passiert in einem grünen Licht und dieses grüne Licht befeuchtet deinen Lehmklumpen und formt ihn dort, wo Narben außen sind, wo Beeindruckungen stattgefunden haben. Du wirst abgewaschen und formst dich jetzt neu. In dieser Neutralität trennt sich jetzt jegliche Fremdenergie von deiner Urkraft. Und jede Zelle deines Körpers erneuert sich und beginnt in einer Lemniskata, in einer liegenden Acht zu schwingen. Also jede Zelle beginnt jetzt in einem Unendlichkeitszeichen zu schwingen. Jedes Molekül deines Lehmklumpens, deines Körpers beginnt in der liegenden Acht zu schwingen. Und in der Schwingung dieser liegenden Acht entsteht ein strahlendes weißes Licht, ein Schöpferlicht, ein Licht, das dich beseelt und das dir die Klarheit gibt, frei entscheiden zu können, wie du mit deiner Energie umgehst. Du hast die freie Entscheidung, wie du mit deiner Energie umgehst. Und du erlaubst dir jetzt, dass sich dieses weiße Licht, das wirklich im Schnittpunkt dieser liegenden Acht entspringt, sich mehr und mehr ausweitet und dass du dich immer mehr erdest und immer klarer wirst. Alles, was dem Freiheitsgedanken widerspricht, löst sich jetzt in diesem weißen Licht auf. Sämtliche Einschränkungen und Manipulationen fallen von dir ab. Und du erlaubst dir jetzt auch ganz bewusst, dass dieses Schöpferlicht, dieses Freiheitslicht genau in die Stellen fließt,
In deinem Körper, wo du am meisten Verspannungen spürst, Anspannungen spürst, womöglich Verpflichtungen spürst. Aber alles, was dieser Freiheit widerspricht, diesem weißen Licht, wird nun gereinigt und transformiert. Vergleiche mit anderen über Anstrengungen. Ärgernisse werden jetzt aus deinem Körper gelöst. Und du erlaubst dir jetzt dieses freie Licht mit allen Konsequenzen, soweit du dazu bereit bist, in dir zu verankern. Diese Schwingung der Unendlichkeit, die sich nicht von den Wogen der Zeit, dem ewig Wandelnden, ablenken lässt. Also diese Schwingung ist jenseits von Wandlung. Und du spürst jetzt, dass sich diese Freiheit verankert. Dass alles, was sich wandelt, Abstand von dir nimmt. Und du ganz klar in dieser ewigen Neutralität verwurzelt bist. Und vor dir liegen jetzt die Werkzeuge der Materie. Wenn du so möchtest, in den Chakrenfarben, in Rot, Orange, Gelb, Grün, Rosa, Türkis, Dunkelblau und Goldweiß. Und diese Instrumente, diese Farben des Lebens, nimmst du nun in dir auf. Dein Urvertrauen, deine Durchsetzungskraft, deine Stabilität, deine Verwurzelung mit Rot. Deine Freude, deine spielerischen Qualitäten, deine Leichtigkeit in dem herrlichen Orange. Deine Abgrenzung. Deine sozialen Kompetenzen, dein Umfeld in strahlendem Gelb, deine Liebe, die Eigenliebe, das Geben und Nehmen der Liebe in herrlichem Orange, deine Selbstheilung, deine Ruhe und Regeneration in wundervollem Grün. Deine Spezialistin, deinen Spezialisten in ganz aktivem Türkis. Deine Intuition, deine Inspiration aus der göttlichen Ebene,
deine klaren Gedanken in einem tiefen Dunkelblau und letzten Endes das strahlende goldweiße Licht der Verankerung, des Verbundenseins mit deiner höchsten Quelle. Und all diese Farben beleben jetzt deinen Körper. Und du spürst, dass du lebendiger wirst, dass du klarer wirst und vor allem, dass du mehr Bewegungsfreiraum in deinem Körper bekommen hast. Und du vergisst auch nicht die Ewigkeit, in der jede deiner Zellen jetzt schwingt. Und diese Ewigkeit, dieses strahlend weiße Licht, vermischt sich jetzt mit jeder deiner Ebenen, dem Wurzelchakra, dem Nabelchakra, dem Solarplexus, dem Herz, dem Hals, deiner Spezialistin, deinem Spezialisten, deiner Intuition und deiner Anbindung ans Höchste. Und plötzlich fällt jegliche künstliche Beschäftigung von dir ab. Und du spürst, dass du in dir stabiler wirst, klarer wirst und voller Vertrauen und Würde alles niederlegst. Jegliche Energie, die nach außen geht und dich sammelst. Ich habe die freie Entscheidung und ich entscheide mich produktiv in meinem Tempo und meinem Sinne produktiv, kreativ und freudvoll mein Leben zu gestalten. Ich verausgabe mich nicht mehr an ewige Hamsterräder, an irgendwelche Mühlen, die mir entweder die Gesellschaft oder mein Umfeld suggeriert hat, dass sie wichtig seien. Ich erwache in meinem ewigen Licht. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie du dich fühlst. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich dein Innerstes an? Spüre dieses Licht der Freiheit und der Klarheit und erlaube dir dann ganz in deinem Tempo, in hier und jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Streck dich mal durch, beweg deine Arme, deine Beine, spüre dieses unendliche Licht. Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen.
Spüre jetzt einfach mal die Distanz zwischen dir und dem Außen und mach dir bewusst, dass du immer die freie Wahl hast, wie du dein Leben gestaltest, wie du deine Energien einteilst. Und mach dir ganz bewusst, wo du vielleicht in der Vergangenheit deine Kraft abgegeben hast an Umstände, die nicht in deiner Hand liegen. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen mit dieser Reise. Schreib es mir in die Kommentare rein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe, tschüss, dein Oliver Ereni aus Linz.